Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir sind immer noch in Stauholz. Dem wunderschönen Stauholz-Piratennest, in dem sich alle gegenseitig an die Kugel gehen. Und sind jetzt im strahlenden Hof, was wohl so eine Art Marktplatz ist. Sieht jedenfalls fast danach aus. Sogar mit Bar und allem. Ja, und hier können wir uns erstmal umgucken. Nach Wasser. Oh, Maora-Koralle. Was sagt die? Wir haben schon wieder eine Mannschaft und den fliegenden Henker verloren. Ja, das haben wir schon gehört. So, Birna, mit dir sollten wir doch, glaube ich, hier reden für die eine Aufgabe hier. Ja, genau, Eisen. Nee, Rosanella. Die war's. Und wir hatten noch eine Quest bei dem Principi. Also einmal Symbol des Todes. Ja, ich habe Forante von meinen neuen Hinweisen zu fliegenden Henker erzählt. Lucia Rivan hat ihr Leben und ihr mächtiges Schwert an Isir, den Berater, verloren. Und das hier, ein kluger Vorschlag. Captain Forante verfügt über eine wohlhabende Kontaktperson, die geschäftlich mit den Sklavenhändlern von Krummsport zu schaffen hat. Allerdings hat sich in jüngster Zeit Ärger mit den Einheimischen negativ auf ihre Handelsrouten ausgewirkt. Diese Kontaktperson ist bereit, Forante einen politischen Gefallen zu tun, wenn er ihm dabei hilft, den Sklaventreibern zur Hand zu gehen. Da Verbindungen zur Sklaverei bei den Prinzipien allerdings ein Verbrechen darstellen, hat Forante mich gebeten, mich an seiner Stadt um das Problem zu kümmern. Forante hat mich gebeten, nach Krummsporn zu reisen und dort mit Meister Kua zu sprechen, dem Anführer einer Gruppe Sklaventreiber, die auf der Insel arbeiten. Kein Problem, mit dem können wir ganz kurz sprechen, ihm sagen, er soll die Sklaverei sein lassen oder wir stecken ihm unser Gewehr in den Allerwertesten. Oh, wir haben auch noch Level-Ups, fällt mir gerade so auf. Noch ein Punkt in Mechanik. Kann die schaden? Ein bisschen Tiefblick vielleicht. Oder blöffen wir mal mehr. So, ein Fähigkeitspunkt. Ja, totspielen ist nicht schlecht gewesen, dass wir das genommen haben. Hier unten kann ich halt noch nichts nehmen. Kritische Treffer erhöhter Schaden, das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oder das hier. Mehr Schaden, wenn ich meinen Gefährten wiederbelebe. Das haben wir schon alles. Dann ja. Donnerbüchsen ruhig, da ich ja eine gute Donnerbüchse habe. So, Birna. Hi. Fresh fruit, vegetables, dried goods for long voyages. I got it all right here. Frische Früchte, Gemüse, getrocknete Waren für lange Seefahrten. Alles bei mir erhältlich. Genau hier. Was kann ich dir heute anbieten? Na, zeig mir mal, was du zu verkaufen hast. Eier nehmen wir gerne mit. Den Reis auch. Trinken muss ich wahrscheinlich an der Bar kaufen. Na komm, nehmen wir auch mal dein ganzes Salz mit. Und Karin, dein Kappa-Blatt. Zucker ist auch nicht schlecht. Gewürze sind zu teuer. So. Da den Level-Up bei Edda. Edir. Ich sag immer Edda zu ihm. Er heißt ja Edir. Englisch und so. Findigkeit, Religion, einschüchtern. Und mehr Athletik.
Gewährt eine Chance, Effekten eines fertigen Zaubers zu widerstehen. Maximal Disziplin des Kämpfers habe ich schon erhöht. Das habe ich auch schon. Immer wenn der Kämpfer Schaden erleidet, verlängert sich die Dauer von energischer Verteidigung. Unbeugsam. Der Kämpfer bezieht Stärke von seinem eigenen unbezwingbaren Geist, wodurch er einen Teil der in einem Angriff verlorenen Gesundheit regeneriert. Er erhält nur noch eine Inspiration Resolut. Er hält nun mehr Gesundheit von jedem empfangenen Angriff zurück. Erobererhaltung. Genauigkeitsbonus des Kämpfers. Nö, nicht unbedingt. Ich nehme erfrischende Verteidigung mal. Waffenkunde. Einhändig. Speere vielleicht. Ja, komm, Speere von mir aus. Wobei er da eh immer unser Säbelrassler sein wird. Oder vielleicht mal mit dem Schwert kämpft. Je nachdem, was wir gerade so finden. So, Diplomatie, Geschichte für... Ne, also Geschichte und Athletik für Alof. Beschwörungszeiten verringert die zum Wirken von Zaubern benötigte Zeit. Das ist nicht schlecht. Die hast du schon alle, da kriegst du mal auch kleine Schilde. Gut. So, wen haben wir denn hier alles? Did you hear? The gilded kestrel was lost at sea. From Goldfinch Fleet? There goes the captain who murdered Benwolf. Looks clean. And I expected. The floating hangman gone. Now they're bones. Okay, worüber reden die denn? Wie läuft's auf hoher See? Ich bin nicht verrückt. Es war der fliegende Henker, der diesen Sturm aufgehalten hat. Hast du mich gehört? Die vergoldete Turmfeige ging auf See verloren. Aus der Flotte von Goldposte? Das ist doch unmöglich angesichts ihres Reichtums. Ja, das ist hier, was dazwischen? Da war niemand, den man hätte bestechen können. Der fliegende Henker hat sie erwischt. Jetzt sind sie nur noch Knochen. So you're the captain the old Pulp's been talking about. Aye, you do look like a fearsome sort. Welcome to Dunwich. Du bist also der Captain, von dem der ganze Hafen redet. Ei, du siehst tatsächlich recht furchterregend aus. Sie klopft mit der Hand auf die Theke und lacht herzlich. Willkommen in Stauholz. What are you having? I'll pour you a double. Was hättest du gerne? Ich mach dir einen doppelten. Ja, was weißt du über den fliegenden Henker? Sie reißt ihre Augen auf und greift nach einer Flasche Spirituose, wobei sie Rum überall auf die Theke verschüttet. No one survives the floating hangman. Or so they say. It's the ship of the dead. You spy it on the horizon. You flee as fast as you can. Niemand überlebt eine Begegnung mit dem fliegenden Henker, oder so munkelt man zumindest. Es ist ein Totenschiff. Wenn du ihn am Horizont erblickst, hau ab, so schnell du kannst. Ja, wir haben schon Schlimmeres überlebt. Ja, Pietro hat mich zu dir geschickt. I guess the last concoction I made for him didn't do the trick then. Poor bastard. Ah, ich schätze, das letzte Boy, das ich für ihn gemacht habe, hat nichts gebracht, oder? Aber Teufel. There's one last tincture recipe I know that won't kill him. Probably. It's called Andra's Bile. But I don't have all the ingredients in stock. Klingt ja sehr toll. Ich kenne nur noch ein Rezept für eine Tinktur, die ihn nicht umbringen wird. Wahrscheinlich nicht. Sie heißt Andras Gallensaft, aber ich habe nicht alle Zutaten auf Lager. You'll need a rotten agfish, an unripened palmstone and a vial of fire kelp extract. Have him mix it all with a half tankard of grog and well... Hope for the best. Man braucht einen verfaulten Schleimaal, einen unreifen Palmstein und eine Fiole Feuerseetang-Extrakt. Lass ihn das alles in einem halben Humpen Grog vermischen und aufs Beste hoffen. Wo kann ich die Zutaten auftreiben? Around Lifter's Refuse for the rotten hagfish. You might be able to find unripened palmstone for sale somewhere in Radiant Court. Schau bei den Fässern rund um Heberabfall nach verdorbenem Schleimer. Den haben wir schon. Im Strandhof kannst du wahrscheinlich unreifen Palmsteine zu kaufen finden. Sie gießt ein Getränk ein, aber statt es dem Kunden zu reichen, kippt sie es sich selber unter die Binde.
Parker in the King's coffin usually keeps some fire kelp extract on hand for special purposes. Be careful when dealing with that one. Harker im Königssack hat normalerweise etwas Feuerseetang-Extrakt parat für besondere Zwecke. Sieh dich vor, wenn du mit ihm zu tun hast. Ja, warum braucht man einen verdorbenen Schleim an und keinen normalen Schleim an? Das Ziel ist, ihn zu vomiten, remember? A rotting agfish produces a special oil once it reaches a certain level of decay. Das Ziel ist, dass er sich übergeben muss, weißt du noch? Ein verfaulender Schleimer, der erzeugt ein ganz besonderes Öl, sobald er verdorben genug ist. Und warum hast du den geilen Saft nicht schon früher ausprobiert? I'll tell you the list of ingredients, eh? He'll have stuff dribbling out of both ends for a week. Maybe two, if he's really unlucky. Ich hab dir die Liste der Zutaten gesagt, ey. Wenn er das nimmt, wird ihm das Zeug eine Woche lang aus beiden Enden herauslaufen. 2 Wochen, wenn er Pech hat. Dann zeig mir mal, was du hast. Ich nehme deinen ganzen Reiswein und dein ganzes Ale, bitte. Und deine ganze Milch. Gib mir auch deinen Grog. Und dein Bier, wenn es schon da so rumsteht. Gut. Dann danke dafür. Gucken wir mal aufs Schiff. Da können wir nämlich das Zeug mal hier reinpacken. Um die Schiffsmannschaft noch ein bisschen bei Laune zu halten. Ich werde ihnen nämlich bestimmt nicht den Rum geben. Aber was ich machen kann, wäre Kappa-Tee. Aber nicht viel. Herzhaftes Frühstück könnte ich ein paar machen. Jetzt mittlerweile. Genau 7. Für Matrosenbrei bräuchte ich Bier und so weiter. Ja, glasierte Fleischstücke. Das ist aber eher Zeug, was ich selber essen sollte, anstatt der Schiffsmannschaft zu geben. Auch wenn es ziemlich böse klingt so. Weil wenn, dann will ich ja die Buffs haben. Ah, die Statue da ist ein nettes Detail, vor allem mit dem Hut auf. Looking for work. I've got coin and a few scores to settle. Ach, wieder eine Kopfgeldjägerin. You carry yourself like a person well acquainted with violence. Care to put your skills to use for a good cause? And some coin? Du siehst aus, als müsstest du Gewalt anzuwenden. Interesse deine Fähigkeit, in den Dienst der guten Sache zu stellen und dabei Geld zu verdienen? Sie lässt seine Münze über Fingerknochen tanzen und ihre Augen funkeln vergnügt. Erzähl mir von der Sache. The firebrand commanded by Captain Henqua once plagued the Deadfire. The skill and brutality of Henqua's crew was the stuff of legends. Es ist ganz einfach. Die Brandfackel unter dem Kommando von Captain Henqua hat einst das ganze Todesfeuer tyrannisiert. Kampfgeschick und Brutalität von Henquas Leuten waren legendär. Desiree wirft die Münze hoch, die sie in den Händen hält, und fängt sie mit einem Grinsen wieder. Außerdem betrachtet es eindeutig ein Sulenit. Legendary nightmares, more like. After how they did the crew with a virtuous reward. Even that bastard Benwith wanted nothing to do with them. Legendäre Monster, würde ich sagen. Nachdem, was sie der Besatzung der lodernden Tugend angetan haben, nicht mal dieser Bastard Benwith wollte noch etwas mit ihnen zu tun haben. But pirate legends don't live long. Some months ago, an alliance of Neketaka pirate hunters managed to corner the Firebrand and sink her off the coast of Tikawara. They confirmed Captain Henqua's death, but her senior crew members escaped unscathed. Aber legendäre Piraten werden selten alt. Vor einigen Monaten hat eine Allianz von Piratenjägern aus Neketaka die Brandfackel vor der Küste von Tikawara gestellt und versenkt. Sie haben Kapitän Henqua getötet, doch hochrangige Mitglieder der Besatzung sind entkommen. And now it seems like bringing the Firebrand's crew to justice doesn't matter to anyone but me.
Und jetzt scheint niemand außer mir Interesse daran zu haben, die Besatzung der Brandfackel zur Rechenschaft zu ziehen. Selbst in einem matten Licht siehst du eine Ader an ihrer Schläfe posieren. Ihre Stimme senkt zu einem tiefen Knurren.